Gott helf ich. Gott helf ich. Kommt rein. Einer Stuf. Kommt rein. Kommt rein an unseren Tisch. Kommt herein an unseren Tisch. Ich bin der Arnold Klein und das ist meine Frau, die Christa. Wie ihr seht, haben wir hier traditionelle Sachen auf dem Tisch. Hier haben wir Vichinata, die ist selbst gemacht. Und hier haben wir dann den Handlich, das ist ein Grießhandlich und ein Apfelhandlich. Und ein Trockenkuchen, wir nennen ihn Char. Wir beide kommen aus derselben Gegend, aus Gürteln und ich aus Fogarasch. Für mich bedeutet es, Siebenbürger Sachse zu sein, in Freiheit leben und über mein Leben selbst bestimmen können. Und wie schon unser alter Sprichwort sagte, wir wollen bleiben, was wir sind. Wir wollen bleiben, was wir sind. Und dies haben wir dann noch nur hier in Deutschland als gewährleistet gesehen. Und deswegen auch die Auswanderung. Wir sind 1990 nach Deutschland ausgewandert, in erster Linie für die Familienzusammenkunft und weil wir als Deutsche da weiterleben wollten. Und das war in Rumänien für uns als Siebenbürger Sachsen, als Deutsche, ungewiss. In der Kommunistenzeit wurden die meisten Leute enteignet und es gab so fast keine Verbindung mehr zum Land und zu den Dörfern und Gemeinden da. Also in der kommunistischen Zeit durften wir einiges nicht mehr ausleben, zum Beispiel das Tanzen, das Tragen der Tracht in der Öffentlichkeit. Das war noch nur beschränkt in den Gemeinden oder wenn man jetzt in die Kirche gegangen ist. Also die schönste Tradition für uns war immer das Tragen der Tracht, weil das war noch das, was uns ausmachte und mit dem wir uns identifizieren konnten. Und wir haben diese Trachten auch sehr gepflegt. Leider konnten wir sie noch nur zu Hochzeiten oder Kirche oder so tragen und nicht mehr im Alltag. Für uns ist das, die Familie sehr wichtig. Der Zusammenhalt mit Eltern und Kindern und Enkel, vor allem meine Mutter, ist ein gutes Beispiel für mich. Sie hat also sehr viel gemacht für uns Kinder und sie hat sogar diese Tischdecke selbst gewebt in Rumänien, in Siebenbürgen mit dem Webstuhl und vieles andere noch. Und diese Streb, sagen wir, hat auch meine Mutter selbst gestickt und die Handlich hat sie selbst gemacht. Die macht sehr, sehr viel.